Worte ohne Sinn und Verstand benutzt. Benutzt, um andere zu beleidigen, zu verletzen. Hass und Hetze gibt es doch nur in Großstädten, Brennpunkten, in den Medien. Das betrifft mich nicht und doch, es trifft mich mitten ins Herz. Du kleiner Hurenficker wirst nie wieder glücklich. Dienstag sieht man sich, du schwule Drecksau. Du wirst nicht mehr glücklich werden. Hassbotschaften, Mobbingattacken und Internetbetrügereien sind nicht nur geschmacklos und unanständig. Sie können Menschen genauso verletzen wie Waffen. Rund um die Uhr kann man über das Netz angegriffen werden. Da hilft es auch nicht, sich zu Hause zu verkriechen. Geh du deinen Weg, wir gehen unseren, falscher Geier, du Dummer. Und komm nie wieder bei uns allen an. Es haben jetzt alle einen Hass auf dich. Unsere Gesellschaft verroht zusehends und die Hemmschwelle zur Gewalt wird immer niedriger. Offenbar nehmen viele Täter das Netz nicht als öffentlichen Raum wahr. Das ist er aber. Der Hass und die Hetze sind real. Die Opfer sind real und das Strafgesetzbuch gilt auch dort. Wir bitten Sie, zeigen Sie Zivilcourage, offline wie online. Mein Appell lautet, nicht schweigen, sondern handeln. Drei Tipps, was du tun kannst, wenn dir Hass und Hetze im Netz begegnet. Erstens einschreiten, zweitens dokumentieren und drittens melden. Wenn sich jeder einfach nur einmal am Tag die Frage stellen würde, in was für einer Welt will ich eigentlich leben oder was will ich in diese Welt bringen, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Antwort nicht Hass oder Hetze sein wird. Es ist egal, wer du bist, wen du liebst, woran du glaubst oder woher du kommst. Wir sind für dich da.